Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch aus der Natur pur ein Video senden. Ich bin jetzt im dritten Jahr praktisch Heuschnupfen los und ich bin einfach total immer noch geflasht davon, dass ich so einen Frühling erleben darf. Also heute ist der 8. April und es wäre noch vom Jahr 2016 war es noch eigentlich unmöglich, dass ich im April so beschwerdefrei in der Natur sein kann, ohne Cortison, ohne irgendwelche Spritzen, ohne irgendwas. Ich möchte euch mit diesem Video einfach motivieren und es liegt mir am Herzen. Ich kann es einfach nicht verbergen und bei mir lassen, weil es einfach so unfassbar ist, dass so wenig Leute wissen und das, ja, es ist schon schade, dass ich erst nach über 20 Jahren mich davon befreien konnte und dann einfach nur durch den Ernährungswechsel und ja, also Fakt ist, die Allergie sitzt im Darm und ich glaube fest daran, dass es auch bei den allen anderen Allergikern so der Fall sein muss. Ich kann natürlich hier mit dem Video keine Heilsversprechen abgeben und das darf ich auch gar nicht. Das Einzige, was ich kann und machen möchte, ich möchte euch von meiner Geschichte erzählen, damit ihr vielleicht es selber auch ausprobiert und euch davon befreien könnt. Ja, das ist auf jeden Fall eine so tolle Sache, in der Natur frei rumzulaufen, ohne diese ganzen Sachen. Deswegen, versucht es aus und wenn ihr auf Zucker verzichtet und da ist immer noch Heuschnupfen, dann kann ich euch wirklich nur einen Tipp geben. Dann versucht es auch wirklich, euch glutenfrei zu ernähren und auf alle Weizenprodukte zu verzichten. Das war bei mir nämlich dann auch der Knackpunkt. Ich habe mich schon zuckerfrei ernährt und ich hatte trotzdem noch weiter Heuschnupfen. Zwar nicht mehr so stark, aber ich hatte immer noch meine Probleme. Und als ich das auch weggelassen habe, natürlich mit Kombination mit Milch, die ja die Lunge verschleimt und Schleimhäute produzieren dann viel mehr Sekrete. Wenn ihr das noch weglasst oder versucht es einfach nur mit Zucker und Gluten erstmal und Kohlenhydrate und wenn ihr dann euch besser fühlt, versucht es dann auch mit dem Fleisch. Also ich kann euch wirklich nur raten, das auszuprobieren. Das ist der Hammer. Also wenn man so frei hier rumlaufen kann, das ist wirklich, ich glaube, alle, die stark allergisch sind und auch noch allergisches Asthma haben, werden sich schon denken, dass das ein Hammergefühl sein muss, wenn man dann wieder allergiefrei rumlaufen kann. Deswegen heuschnupfenlos. Ja, ich möchte euch auf jeden Fall helfen. Ich weiß nicht genau wie. Vielleicht könnt ihr mir andere Regelungen geben, wo es bei euch hakt. Vielleicht mache ich auch so eine Umfrage noch, ob ihr mehr praktische Beispiele braucht, was man denn dann essen kann. Dann werde ich gucken, dass ich das, was ich esse, auch euch mitteile auf meiner Homepage heuschnupfenlos.de. Ja, und versucht es zusammen, schaffen wir es bestimmt. Ich wünsche euch einen schönen Frühling und toi toi toi. Bis dann. Tschüss.